Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Kampf der WOCP Gen 5 Liga. Ich habe mir Raven wieder dazu geholt. Hallo. Und diesmal werden wir versuchen, das Team aus Lucario und Shadow mit dem Namen It's Magic fertig zu machen. Und dafür stelle ich das Team einmal ganz kurz vor. Raven wird mir immer nur wieder zustimmen und das finde ich gut. Die haben im S einmal einen relativ teuren Spinner mit 10 Toxa, aber auch relativ guter Spinner, T-Spikes, Skull, Sludge Bomb, hat der relativ okay, Coverage, Ice Beam noch dazu, kann das also ganz okay machen. Butterlande als S, Pokémon als Drachen, relativ gut. Wir haben aber zum Glück einen Skarmory, das heißt, wir dürfen das einigermaßen hinkriegen. Dann haben sie einen Bronzong als Stahl-Pokémon. Finde ich okay, aber meiner Meinung nach fehlt Bronzong die Recovery, wodurch, wenn wir das Ding halt downgechippt kriegen, dann irgendwann das halt relativ wild werden kann und die relativ Probleme bekommen könnten. Zubiris als Geist und Dark-Type in einem, finde ich okay, ist nicht das Beste. Wir haben jetzt Haunter, das ist nicht ein guter Ghost-Type, aber wir haben mit Crocodile den besseren Dark-Type. Der kann leider alles paaren und alles willowen, das ist ein Problem, weil in der Gen funktioniert, wurde der Prankster noch nicht abgeschwächt. Skorgler mit seinem, was auch immer der machen soll, also der hat ein Erdbeben, der hat eine Evolit, kann defensiv, speziell defensiv ein bisschen was machen. Dann haben sie im B, also man merkt glaube ich, dass ich das gerade ein bisschen schnell mache. Sie haben im B da unten einen Magbrand, der mit einem sehr guten Spezialangriff und ich glaube einem 83er Initiativ Basis ganz okay schnell ist, guten Spezialangriff hat und sehr gut böllern kann. Caradonus rechts daneben ist das ähnlich, hat einen 85er, kommt auf 295 maximal Initiative. Das heißt, unser Kyurem ist da beispielsweise schneller ohne Scarf, wenn die kein Scarf haben, wir kein Scarf haben. Hat keine gute Coverage, das heißt meistens halt nur Kampf-Coverage, Elektro, Feuer, Eis und dann vielleicht noch ein EQ oder eine Stone Edge. Das reicht manchmal, aber es fehlt halt was gegen Geister. Das haben die Kampf-Pokémon in der Generation generell häufig. Gewaltro links daneben, rechts daneben mit einem Burden, können sie durch den Leaf Storm oder was auch immer, können sie das triggern lassen, vielleicht auch ein Schwertanz, Live Orb, können sie da ganz guten Schaden machen, ist aber so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mag ich persönlich nicht ohne Terrain und da das in der noch kein Terrain gibt, ist das meiner Meinung nach nicht ganz so gut, aber ein valider Grass-Type, kein Defensiver, deswegen kein guter Water-Check oder kein, er kriegt die Bulky Waters gebreakt, das kriegt er hin, aber dafür sollte eigentlich der Electric-Type da sein, weil da haben sie unten einen Elektroball, das ist sehr schnell. Aber das war's dann auch schon. Sie haben Rampardos. Also irgendwie ist das Gefühl, dass C unten so eine. Das Extreme vom Extrem. Rampardos mit 165 Angriff ballert halt dezent rein. Ist halt aber extrem langsam. Elektroball das komplette Gegenteil. Hat einen okayen Spezialangriff, aber extrem hohe Initiativwerte. Und Reggie Ice hat einen 200er Spieldef-Wert. Das heißt, da kommst du Spieldef gar nicht vorbei. Das war's zu deren Team, aber auch grob einmal zu sagen. Fällt Raven noch irgendwas ein? In der Zeit, während ich den Kalk ganz kurz einmal öffne. Nee, dir würde eigentlich nichts weiter einfallen. Nein, gut. Dann kommen wir zu unserem Team. Und zwar, wir haben, wie gesagt, Crocodile, Kyurem, Skarmory, Quillfish, Haunter, Hitmonchan, Tauros, Cresselia, Lectivire, Arcani und Crawdilly. In unserem Team. Und daraus haben wir uns folgende 6 Mons ausgewählt. Ihr seht hier oben schon. Die Namen sind on point. Und wir fangen erstmal an mit Cresselia. Cresselia Init wird so, glaube ich, gespeedcreept, dass wir. Lass mich überlegen. Dass wir. Rampardos, glaube ich, immer outspeeden. Das war's, glaube ich. Rampardos oder Magbrand. Ich glaube, wir wollten Modest Magbrand outspeeden. Weil Modest Magbrand macht noch nicht viel. Wir sind Full KP. Soweit. Plus ungerade KP-Anzahl und so viel physisch defensives Investment, dass wir, glaube ich, einen Kopfstoß davon tanken oder hier auch von Caradonas immer gefühlt reinkommen, immer mit Moonlight uns hochhalten können, Psyshock gegen die relative Work machen. Der Ice Beam als letzter Move ist noch für Brutalanda und Skorglar da, ist noch für Gewaltro da und der Rest wird vom Psyshock ganz gut getroffen. Für Skorglar, für Zubiris ist auch noch der Ice Beam da. Bronzong treffen wir gar nicht, das ist ein Problem. Aber da müssen wir mit handeln, weil das S kriegen wir mit Cresselia relativ gehandelt. Der ist auf beiden Seiten defensiv genug, dass wir damit alles beides hinkriegen. Und das ist halt so der, sagen wir mal, der Blank-Check, der kommt gefühlt immer in alles rein und hackt von allem immer 2 Moves. Also der kann immer irgendwas machen
und hat keine de schlechte Defensiv schlechte Offensivwerte und kann auch ein bisschen an was zurückschlagen. Als Angriffsmove habe ich schon gesagt, Psyshock und Ice Beam. Dazwischen noch den Moonlight zum Hochheilen und den Luna Dance, damit wir eins unserer anderen Monster wieder hochheilen können. Das war es, glaube ich, dazu schon zu sagen. Kommen wir nämlich zum Rabi, dem Trabi. Unser Crocodile mit Scarf und Moxie, mit dem EQ, dem Crunch, der Stone Edge und der Dragon Claw, gespeedcreept auf ein. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube Scarf Carado. Nee, Scarf Magbrand. Oder so. Warte, lass mich überlegen. Irgendwas waren wir darauf gespeedcreept. Wir konnten Adamant sein. Ich glaube, wir gingen auf Magbrand. Ich glaube, wir gingen auf Timid Magbrand, also Fullspeed. Wir wollten schneller Sein als? sein, sag ich mal. Als? Rampardos. Rampardos. Das kann auch natürlich sein. Mit dem Also, Steindino. ja genau. Wir haben mit dem Scarf können wir gefühlt alles outspeeden, was selber kein Scarf trägt. Bis auf, glaube ich, Elektro. Doch, genau, Entschuldigung. Elektroball. Das ist gespeedcreept auf Elektroball. Wir können damit alles outspeeden, was selber kein Scarf trägt. Outspeeden auch Scarf Magma dürfte das, glaube ich. Entschuldigung, Magmortar. Outspeeden wir auch. Und wir haben das EQ, weil wir damit das hier One-Hit-KO'en. Also die Tentoxa ist tot. Die Stone Edge ist hierfür da, wenn wir den Char also wenn wir predikten, können wir auf die Stone Edge gehen, weil das Ding echt gut trifft. Und das Two-Shottet das. Aber wenn wir den Schaden nicht unbedingt brauchen, das heißt, wenn wir sicheren Schaden brauchen, dann gehen wir auf den Dragonclaw. Als andere Option, damit der trotzdem gut Schaden kriegt. Also wenn wir den garantiert treffen müssen, dann gehen wir auf den Dragonclaw, machen halt ein bisschen Schaden oder dann fast, glaube ich, 60 oder 70%. Aber das Stone Edge killt halt einfach in dem Moment nicht. Beides killt nicht, aber das eine macht so um die 80-90%, das andere 60-70%. Also von daher muss man entscheiden, ist das Ding einmal in Rocks reingekommen oder wie sieht das hier immer aus? Tentoxa können wir gesagt mit dem Erdbeben töten. Dann haben wir Elektroball, was wir töten können. Wir können Magbrand töten. Wir können hier unten das Rampardos töten. Wir können mit das Reggie Ice gut anhitten. Wir können das. Ich glaube, dass wir mit dem Crunch das Gewaldro töten können. Wir machen guten Schaden auf Zubiris. Also so ein bisschen Allrounder vielleicht so ein Sweeper. Problem ist halt Bronzong. Wenn der Levitate hat, kann der uns checken. Weil wir machen den so 30-40% maximal, glaube ich. 30% mit dem Crunch. Das heißt, der kommt da zwei, dreimal rein. Gibt vielleicht Rocky Helmet Schaden noch immer, aber auf plus 1 kann der dann halt gefühlt schon durchgehen. Das Crocodile, wenn er sich in den Crunch lockt und die beispielsweise das Caradonus nicht mithaben, kann der schon echt gefährlich werden. Physisch-defensiv, beziehungsweise Mix-defensiv, haben wir Skarmory dabei. Skarmory soll ein Brutal Under checken können. Und physisch-defensiv braucht er nur das bisschen Investment. Und den Rest haben wir in den Spedef geklatscht, weil. Brutalanda hat einen Flamethrower. Ich glaube, das führt defensiv war um einen plus 1 oder plus 2. Ne, genau, plus 2. 2 plus 2 Firefangs zu leben. Von einem Timid oder Jolly, weil sie Timid oder Jolly sein müssen, um Kyurem zu outspeeden, weil Kyurem ist dann schneller. Ihr könnt natürlich auch Scarf sein, aber der ist halt so der Check. Soll halt am besten spiken, weil der holt die Spikes wieder weg. Der Rest wird von den Spikes sehr gut getroffen und die wollen den Chip andauernd nicht haben. Der Airslash als Stab-Move, sag ich mal, weil der das ganz alles ganz okay trifft und die HP Ice für Brutalanda halt. Der Roost wieder hochheilen. Das war es aber auch schon zu Skarmory zu sagen. Unser Sweeper ist Akani. Da bin ich gerade noch am Überlegen, ob wir da den ob wir da den Flashfire drauf lassen wollen. Also ob wir den da drauf holen. Oder ob wir Intimidate drauf lassen. Intimidate hilft uns gegen Brutalanda beispielsweise nochmal, da so ein Intimidate rauszuhauen. Aber der Flashfire könnte uns den Flashfire-Boost geben, den wir brauchen. Aber ich glaube, wir lassen das. Weil wir haben Agility als Move, sind modest, sind also ein regelrecht spezielles Wesen. Spezielles Akani. Relativ viel KP investieren, auf plus 2 outspeeden wir ein Scarf Brutalanda. Darauf sind wir gespielt, oder wenn er die danst. Und wir leben durch den Intimidate eine EQ, können wir danach mit dem Agility, den wir rausbekommen, mit der HP Ice, das Brutalanda definitiv, oder fast definitiv, ich glaube, bis zu 90% Roll oder so sein, killen. Der Wild Charge ist als einziges für das hier da, für das Tentoxa. Der HP Ice trifft Skorgla sehr effektiv, das Ding sehr effektiv, der died aber einen Flamethrower. Der died nicht einen Flamethrower, das heißt Rampardos ist ein kleines Problem, Reggie Ice ist ein kleines Problem. Wir müssen halt alles ein bisschen anchippen, damit der durchgehen kann. Der White Shot, wie gesagt, nur für Tentoxa da. Dadurch machen wir uns ein bisschen Chip, aber der ist halt speziell defensiv zu gut. Deswegen müssen wir den physisch spielen. Dann haben wir unseren Spinner dabei.
Der Spinner. Die Kampf-Pokémon, habe ich vorhin schon, glaube ich, mal erwähnt, machen generell nichts gegen Geister und gegen Zubiris erst recht nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir spielen Drain Punch und Rapid Spin sind so schnell, dass wir immer Rampardos, also immer Rhymaidon, outspeeden können und killen den auch immer. Und das einzige Move, den wir gegen Zubiris haben, ist das Toxic. Wir können uns wieder hochresten, haben genug Bulk, dass wir einmal, ein einziges Mal in Rampardos reinkommen. Choice Band Rampardos einmal reinkommen, mehr nicht. Wenn der Superpower drückt, wird es da schon kritisch. Und wir killen ihn immer, weil er hat keine Prio. Wir sind immer schneller. Wenn der Scarf ist, wissen wir das, dann hat er sich gelockt und dann können wir darauf reagieren. Das heißt, das ist auch kein Problem. Und wir haben halt, wie gesagt, den Drain Punch, Iron Fist. Wir killen ihn garantiert. Dürfte, glaube ich, so 95% sein. Also wenn der das überlebt, wäre das schon echt lucky für die Gegner. Aber dann ist das Ding trotzdem so down, dass es sich dann spätestens durch den Headsmash oder was auch immer dann selber tötet. Durch Rest können wir dann wieder hochkommen. Wir sind aber eigentlich der Check für. Was waren wir denn? Check. Ich glaube, wir kommen immer in Bronzong rein, weil Bronzong kann potenziell den Trick Room aufsetzen und kann dann rausgehen. Das Problem ist aber, dass wenn Bronzong, wenn er dann hart rausgeht, das heißt, wenn er den Trick Room weitergeben will, können wir halt Drain Punchen oder wir müssen immer Drain Punchen, weil wir heilen uns erst ein bisschen gut gegen. Wir chippen den an, wodurch dann hinterher unser Kyurem bzw. unser Akani bzw. unser Krokodile durchgehen kann. Und er kann dann halt nicht in Rampardos reingehen, der im Trick Room extrem ballern kann. Da müssen wir halt einfach aufpassen, wenn der einen seinen Headbutt hat, wird schon schwierig, das zu tanken. Aber wie gesagt, Rampardos kannst du nicht wirklich gut checken. Da brauchst du schon, weiß ich nicht, Bronzong. Aber das geht quasi kaum und dafür haben wir uns dann auch entschieden, okay, wir checken das Ding nicht. Wir holen uns als letztes noch ein offensives Mon rein und zwar Spexbeller Kyurem. Spexbeller Kyurem soll Karadonas outspeeden können, wenn der bad ist. Und hat als Move die Earth Power für Bronzong, wenn er kein Levitate hat, weil wir wissen nicht, ob er Levitate hat oder ob er Heatproof hat, weil Krokodile sieht gut aus und kann er dann auch eigentlich checken, wenn er Levitate hat, aber Akani macht dann halt einfach extrem viel Schaden und kann ihn dann auch einfach umhauen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir holen uns einfach einen Spexer, weil wir haben den Scarf schon weggegeben und wir wollen noch einen Kyurem als Böllermann haben. Der kann der kann eh nicht wirklich gut zappen, weil gegen. Ja, also der kann gegen einige Monster kann der zappen, aber der verliert den Zap immer so schnell. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir spielen keinen Zap, zum Leidwesen von mir, weil ich mag Zap. Earth Power halt drauf, um Bronzong und Magmortar zu treffen und Elektroball und hier oben die Qualle, den Spinner, Ice Beam, weil da nichts reinkommt eigentlich in den 360er Spezialangriff plus dann noch Specs. Stab Ice Beam von dem Kyurem will eigentlich keiner fressen. Der Focus Blast ist für Bronzong, weil der am meisten da Schaden macht und für Reggie Ice. Und warum wir den Shadow Ball haben, weiß ich nicht. I guess. Lass uns, weil ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Lass uns einfach die Psychic statt dem Shadow Ball draufhauen. Weil der Shadow Ball trifft nicht sehr effektiv und die Psychic können wir da immerhin noch, das Karadonis auch sehr effektiv treffen. Also ja, wir haben noch Psychic drauf. Und die Namen sind tolle Namen und ich glaube, wir können dann damit auch einmal anfragen. Gen 5 Ubers. Da. Und herausfordern. Ich schmeiß das Set ganz kurz nochmal in die Kalks. Aktivieren. Wir leaden immer, I guess, mit Skarmory. Raven, bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Gut, weil ich laber schon wieder so viel, deswegen weiß ich nicht, ob du schon weg bist. Ach, alles gut. Die Frage ist, womit wir leaden. Weil der könnte die Spikes direkt raushauen. Akani soll am Ende sweepen. Ich würde fast schon vielleicht sagen Crocodile, weil die haben nicht viel, womit sie gut leaden können. Würde ich behaupten. Und der macht halt von Anfang an extrem viel Pressure, weil wir haben in alles gefühlt einen Switch-In. Das ist das Problem. Denn wenn sie mit Zubiris leaden, da können wir auch rausgehen. Vielleicht sogar schon fast den Kyurem. Ich hoffe, ja, da haben wir nichts drauf. Ich hoffe, die HP sind alle richtig, weil wir haben zweimal eine HP Ice dabei. Und let go. In der Hoffnung, wir können jetzt anfangen. Gelb, wie gesagt, hinterher mit der Kanin einen Agility rauskriegen
und dann sweepen. Also, sie haben dabei Zombies. Das ist okay. YouTube. Wir haben eine Agility drauf. Das heißt, damit können wir am Ende durchgehen. Sie haben ihren Drachen dabei. Dafür ist Skarm da. Sie haben Gwaldo nicht dabei. Regieis nicht dabei. Das ist gut. Rampardos haben sie leider dabei. Aber das hoffen wir, kriegen wir gecheckt. Ich würde sagen, wir leaden mit Crocodile, oder? Crocodile ist das Beste, was wir machen können. Ja, Sorry. ich würde Crocodile auch nehmen. Nehmen wir Crocodile. Die Frage ist, wir könnten auch direkt mit Kyurem leaden, weil gegen Kyurem haben sie einfach kein Switch. Sie haben Caradonus nicht dabei, das ist gut. Das heißt, das Einzige, was wirklich schnell ist, das Ding ist, sie könnten ein Trick Room Team bauen, aber ich glaube, wir leaden doch mit Kyurem, weil wir bekommen direkt Informationen. Und das Weiß einzige nicht. schlechte Matchup, das wir haben können, ist Brutalanda. Wenn wir direkt mit Kyurem leaden. Kurze Sache. So, Sableye. Sableye. Will das nicht fressen. Rampardos. Will das nicht fressen. Brutalanda will es auch nicht fressen. Magmortar. Will die Earth Power auch nicht fressen. Tentacruel. Will die Earth Power auch nicht fressen. Und Bronzong. Will den Focus Blast nicht fressen. Das Ding ist, ich glaube, wir liegen mit Kyurem, weil Kyurem hat das beste Matchup gegen alles. Wenn Brutalanda ist, dann haben wir Troy, wo wir reingehen können, also Skarmory. Und haben wir Bronzong. Da haben wir auch, da können wir theoretisch auch immer wieder rausgehen. Deswegen, ich glaube, wir liegen mit Kyurem. Naja, kann man machen. Ja, ich bin mir da unsicher. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn wir mit Kyurem liegen. Ja. Also ich wäre bei Krokodil geblieben. Kyurem geht zwar auch, aber ich habe ein bisschen Sorge. Anfangen, das gut anfangen mit H. Ja, ich kann verstehen, dass du nur ein schlechtes Gefühl hast, aber ich glaube, Kyurem ist halt das Beste, weil die haben halt keinen Switch-In. Wir können gegen Bronzong direkt den Focus Blast abfeuern. Gegen alles können wir direkt den Earth Power oder irgendwas in der Richtung abfeuern. Weil sie haben gefühlt kein Kyurem-Switch-In. Und wenn das Bronzong sein soll, ist das geil, weil der Bronzong könnte. Ah, dann Levitate doch haben, das ist das Problem. Okay, ich ziehe mir jetzt erstmal die Jacke an, weil mir ist arschkalt. Und wir warten auf die anderen Leute. Ich gucke mal, ob ich den Invite Only doch wieder ausmachen kann. Ignore Open. Ignore Spectators, ignore. Nope, okay, dann let's go. Ja, ich glaube aber, Kyurem ist das Beste, was wir machen können. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass es eine richtige Wahl ist. Ich vertraue dir. Weil das einzige Mann, was halt gefährlich werden kann, ist Bronzong oder Brutalanda. Und in beide können wir eigentlich ins Skarmory gehen, weil wir bekommen Free Spikes raus. Er hat die T-Spikes, die können wir weg spinnen. Wir haben einen Levitate-Mon dabei mit Cresselia. Zwei fliegende Mons, um genau zu sein. So. Ich werde ja wahrscheinlich dann bis jetzt cutten, bis es dann losgeht. Bop, bop, bop. Ja gut.
Geht los. Und wir haben einen kleinen Cut gemacht. Muss noch ein paar Minuten auf die Leute warten. Jetzt können wir aber endlich loslegen. Wir haben Sableye als Gegner. Meine Frage ist, was kann Sableye uns machen? Der Foldplay uns und I guess wir drücken einfach direkt Ice Beam. Weil der macht uns nicht wirklich viel. Ganz Foreplay drückt, der kann uns knocken, aber dann haben wir keinen Specs mehr. Wir könnten auch Earth Pound, weil wir two-shotten den damit auch und dann erfahren wir gleich mal, ob Bronzong Levitate hat oder nicht. Lass uns Earth Powern. Ja, wäre, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Drücken wir auf Power und schauen, was passiert. Ja, aber wie gesagt, Sableye damit two-shotten, wenn der komplett spedef ist. Also das Ding ist, der würde halt, wenn der Fizz-Def ist. Ja, Mal und wenn er kurz sein. schneller ist, kann da halt. Also der kann nur durch Ja. Pranks auch schneller sein und Scarf Sableye sehe ich nicht. Und das Ding ist, wenn der physisch defensiv ist, was er manchmal sein kann, aufgrund, wenn er Crocodile checken will, dann killt der Ivy an der Stelle auch schon und deswegen ist ein Earth Power halt ein guter Switch. Weil sie könnten halt auch in Tentacruel gehen oder in Magmortar und die wollen halt auch beide keinen Dings fressen. Keine Earth Power. Und bei Bronzong erfahren wir halt direkt, ob er Dings ist oder nicht. So. Also der Gameplan steht halt immer noch. Die Frage ist, wie viel braucht Akani? Also das Ding ist, Arcanine, so, wie viel braucht er auf jedem Mon? Rampardos ist Dings, das heißt, der muss runter, so auf, sagen wir, ein Drittel. Und das ist ein Pro. Ja, der, also der muss runter auf ein Drittel oder weg. Salamanze. Da, sagen wir, Scarfset, der ist egal, den killen wir immer. Magmortar. Dem machen wir nicht viel Schaden, das ist das Problem. Der muss halt auch noch 30% runter oder am besten raus. Also, I guess, wir sind fein mit allem, außer. Also, wir müssen folgende drei Mons anchippen. Magmortar am besten komplett raus. Oh, Tentacruel kriegt ein Dings direkt ein Earth Power ab. Das ist geil. Die können wahrscheinlich den. Gutes Naming Theme XD. Detecten. Okay. Earth Power again. Wir könnten rausgehen. Die könnten jetzt merken, dass wir jetzt weg sind. Die könnten das erkalkt haben und könnten rausgehen. Aber ich denke, wir könnten auch. Also, wir könnten in Cresselia gehen. Das könnten wir tun. Die Oder Frage ist, ob in das Skarmory. wirklich so schlau ist. Ha. Weil Skarmory bekommt nicht wirklich viel Schaden. Wir sind speziell, wir können spiken. Aber ich glaube, wir Earthpowern again. Weil selbst wenn sie jetzt in. Weil. Wir verlieren immer noch nichts. Viel macht er uns nicht. Wir können ihn immer noch killen. Also, weil das ist halt. Ich kann mal ganz nah gucken, wie viel Schaden das jetzt war gegen den Tentacruel. Und wir haben dem 58% gemacht. Dann ist der nicht. Ist der komplett spedef? Der ist komplett spedef. Und. Das ist jetzt halt. Der hat jetzt noch 54%. Das ist halt. Warte, zack. Die Earth Power ist halt 70% in unserem Favor. Also 70% killen wir den jetzt halt. Und die dürfen eigentlich noch nicht direkt ihren Rapid Spinner verlieren, weil wir haben halt einen Spiker nochmal da. Genau, es geht ins Elements. Dagegen ging jetzt aber in Troy, das heißt in unser Skarmory, weil wir damit den Schaden erkalken können. Lefties. Also wir hätten halt rausgehen können in Cresselia, aber Cresselia, also zum Glück sind sie schon mal Intimidate, das ist gut. Das heißt, sie sind kein Moxie, aber sie könnten halt ein defensives sein und sie haben Flamethrower drauf. Genau, 88%, das ist ein spezielles, das ist ein komplett spezielles Set. Salamanze, wenn sie ein Special Attacker sind mit dem Flamethrower. Der Flamethrower. Ja. Das ist ein komplett spezielles offensives Set und da rein können wir da nicht wieder zurück in Kyurem gehen. Ja, wir gehen, I guess, zurück in Kyurem, weil sie haben danach immer noch keinen Switch hin. Das Ding ist, wir könnten auch, wie viel macht
das Akani, der Flamethrower, nicht viel. Wir gehen in Akani, I guess. Weil, falls der jetzt raus und irgendwas anderes geht. Also, wir setupen jetzt noch nicht sofort, weil der drückt jetzt einfach Flamethrower. Und das ist fein. Wir können gegen Bronzong unser Skarmory wieder hochheilen. Und Akani ist kein Check für irgendwas. Also, der soll nichts checken, sondern der soll versuchen, das zu setupen und zu sweepen. Und der Flamethrower macht nicht viel. Und wenn sie rausgehen, weil der macht uns 25%, das wäre quasi ein Free Sub. Wenn sie aber rausgehen. Das Ding ist halt, sie können Scarf sein, aber ich glaube auch, dass sie Scarf sind, wenn ich ehrlich bin. Das wirkt so, dass sie Sind einfach Busalanda als Sweeper zusammengebildet haben. Wäre auch nicht verkehrt, ich meine, es ist echt stark. Aber das Gute ist schon mal, Tentacool ist angeschlagen. Das heißt, er kommt auch nicht mehr in Kyurem wirklich rein. Und das ist der Spinner. Das heißt, soweit wir ein paar Dings rausbekommen, Spikes, gut. Die sind jetzt leider auf Skarmory. Das heißt, vielleicht wäre Dings gar nicht mal schlecht gewesen. Also Baldurfish, weil der würde da halt eigentlich relativ free reinkommen. In den Flamethrower. Aber Akani auch, der. Kriegt 30%. Ah, Life Orb. Warte, sind die. Warte, stopp. Abbruch. Das war knapp. Glaube ich, Skarmory gegen Salamence. Es sind aber kein Life Orb. Können die dann so viel machen? Nein, sie sind so. Nein, also die sind. Also ich sag, die sind. Wenn die. Die müssen es. Sein? Sind die Timid Specs? Die könnten Das Timid kann möglich sein. Specs sein. Und dann machen sie Akani trotzdem nicht viel Schaden. Also wir gehen trotzdem in Akani, aber die könnten. Weil Life Orb ist nicht. Die könnten E-Belt sein. Oh, die könnten E-Belt sein. Passt das? Expert Belt. Gegen Skarmory. Ja, nein. Müssen sie Mordes sein, aber ich denke, dass die Specs sind. Entweder Specs, o also Specs Timid oder Modest. Specs Timid oder Modest Scarf. Nee, Modest Ibid oder Specs Timid. Und ich denke eher, dass es auf Specs Timid ist, weil sie damit schneller als Kyurem sind. Ja, so rausrechnen wäre auf Aber jeden Fall gut. das war auf jeden Fall ein wichtiger Read von denen, dass die das getun. So, Cresselia nimmt den Drake aber auch ganz gerne. Also theoretisch. Ja, aber ich will nicht jetzt nicht in Cresselia rausgehen. Das Ding ist, wir können Troy sogar nochmal hochholen mit Cresselia. Das ist das Ding. Ja. Ich bin gleich wieder da, bei mir ist arschkalt. Ich mach mal kurz die Heizung an. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, also ich weiß nicht, ob wir Troll riskieren sollten. Nein. Ich glaube, wir sollten wirklich, wirklich, wirklich auswechseln und das bei einer Kani. Ja, hä? Raven. Bräh. Akani, okay.
Die sind intimidated, das heißt, wir können jetzt in Hitmonchan gehen. Theoretisch. Du musst klicken anscheinend. Bei mir. Was muss ich machen? Klick du mal auf Pana. Also auf Hitmonchan. Okay. Weil das kann sein, dass mein Internet gerade rumspackt. Weil wir die gedrückt Ja, haben. das passiert gern. Der könnte halt jetzt wirklich Sub drücken. I guess. Gehen auf jeden Fall raus in Panna, weil nichts kann uns jetzt töten. Gar nichts. Vor allem nicht halt auf minus 1. Das ist halt stark. Sicher, dass ein Rampardos uns nicht töten kann. 100 Pro, weil diese minus 1. So, und wir haben Naja. ein. Trotzdem ist es echt stark. Okay, gut. Gut. Rock Slide, zack, okay. Wir können auf. Tox, wir drücken Toxic. Wir leben. Warte, wir kriegen erstmal den Schaden. Life Orb. Rock Slide. 34% Damage. 34. Ja, durch Rock Slide. Auf minus Aber 1. Abwurm. Ja, dann sind die Element Full Attack und die können uns selbst mit einem Zen Headbutt. Zen Headbutt. Könnten die uns rausnehmen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt drinne bleiben. Deswegen toxicen wir jetzt. Naja, aber ja gut. Das Wir Ding sollten ist, den da könnte Bronze jetzt halt haben, einfach aber. Sableye reinkommen. Oder drücken wir doch Drain Punch, weil wenn Sableye reinkommt, der macht uns halt nicht. Ja, wir drücken Drain Punch. Und wenn da jetzt. Klick du sicherheitshalber auch mal drauf. Auf Drain Punch. Ja gut, aber ich muss einfach drin bleiben und muss jetzt töten. Weil. Können sie machen, aber sie müssen Live-Op sein. Das heißt, sie können seinen Headbutt haben. Okay. Aber. Ich weiß nicht. Es scheint mir trotzdem ein bisschen viel Schaden. Also, das wäre jetzt halt echt brosi, wenn sie da jetzt drin bleiben, weil. Das könnte jetzt einfach das. Das könnte jetzt für Rampardos gewesen sein, halt einfach. Und der kann noch wichtig Naja, sein, weil wir aber haben halt keinen willst du Switch in da rein. riskieren, dass er Nein, 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 auf keinen Fall. ja auf deren Seite, wenn wir jetzt auswechseln würden, sie würden damit viel Damage riskieren, weil ja, es macht, also macht schon was. Das Ding ist aber andererseits, wenn sie jetzt rausgehen, wir haben dann aber, wenn wir jetzt dahin, kriegen wir einen Free Switch und kriegen den Moxie Boost mit Crocodile. Ja, die Ah, okay, wechseln wegen dem aus. Dings. Okay. Toxicen wir hier nicht einfach? Warte ganz kurz, lass ich mal ganz kurz den Schaden einmal erkalken. Wie viel wir in dem Salamence gemacht haben. Salamanze. Special Attacker, der Draco kann killen, wenn die Mortis Life Orbs sind. I guess wir bleiben nicht drin, wir gehen raus in Cresselia. Bruder, die sind ja wahrscheinlich. Natürlich, diese Lacker. Oh Gott, nee. Ja gut. Ha. Aber Roter Lander, der Genau. ist Packs. Also das ist. Also ich wollte gerade sagen, aber auch ohne Krit hätte der. Das ist jetzt halt übelster Rot. Das ist halt so fucking. Timid Specs, oder? Ja. Die werden Specs sein, das heißt, sie sind auf Drago gelockt. Und sind jetzt minus 2. Yep. Ah, Kani. Gegenheilen die ganze Zeit. Also, sie könnten gegenheilen, weil wir das nächste überleben würden, wenn sie nicht wieder könnten. Der nächste Draco macht Akani auch 50%. That's the problem. Ja, Hitmonchan also, ich frisst den würde nicht mit mehr. Cresselia gegenheilen. Reicht nicht, wie die sind schneller. Ach stimmt, weil die schneller sind. Oh. Ja. Yep. Ist das Kacke. Wir gehen raus in Hitmonchan.
Weil die nochmal Draco und jetzt resten wir, weil der nächste Draco ohne den Crit killt der nächste nicht. Dürfte nicht. Das ist halt so unlucky. Cresselia war so wichtig. Sind sie minus 4 gegen Hitmonchan? Ja, To im be honest, besten der Gegenrüsten. killt er halt, wenn die jetzt nochmal Draco drücken. Aber dann kriegen wir. Sind die da nicht minus 6? So, und dann kriegen wir dann Cresselia wieder hoch. Ja, dann kriegen wir Cresselia unter Umständen wieder hoch. Genauso wie Skarmory wir hochkriegen. Ja, wir sterben. Ja, jetzt sind die aber minus Gut. 6. Und wir kriegen jetzt Cresselia wieder hoch. Garantiert ja. Wir kriegen Cresselia und Troy. Einen von beiden wieder hoch. Wen wollen wir gehen? Oder Ja, wir wer holen macht uns den? oder wir holen uns nur noch Rabi-Kill. Nein, 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 nein. Wir gehen dann Cresselia und Moonlighten. Cresselia ist uns wichtiger gerade. Ja. Also, weil wenn das Ding jetzt killt, ne? Also, wenn der jetzt nochmal crittet, ne? Dann. Wenn er jetzt nochmal crittet, dann raste ich aus. Ey, ich fress und lesen. Wenn das passiert, ey. So, Spinner weg. Das heißt, wenn die T-Spikes legen, sind wir gefnatzt. So, wir haben nur noch die Chance, mit Cresselia wen hochzuheilen. Das ist der Fall. Aber das ist halt trotzdem die übelste Sauerei, dass das gerade ein Crit war, weil der hat so stark gemeddert. Weil sonst hätten wir, Ja, weil der das mit, ist. Cresselia hätte der sonst ohne den Crit 60% gemacht. So, das heißt, der nächste macht 30%. So. Wir hätten, wären also auf 40% gewesen, das heißt, wir hätten uns easy gegenheilen können und hätten das Hitmonchan nicht abschmeißen müssen. Wir hätten es ausgestrahlt, ganz Also, einfach. wir hätten halt einfach Moonlight gegengedrückt und die wären dann halt rausgegangen, aber wir wären dann wieder voll gewesen. Punkt. Also, das ist halt übelster Dreck jetzt. Das ist so fucking scheiße, weil die haben auch noch die Rocks. Also, die haben auch noch die Rocks und die kriegen wir jetzt nicht mehr weg. Die Rocks und die T-Spikes haben wir, die kriegen wir beide nicht mehr weg. Ja. Kann an So der Stelle jetzt schon krass, gelaufen ey. sein, to be honest. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben, ne? Das ist Das unklar. sowieso nicht, aber es kann an der Stelle trotzdem schon gelaufen sein. Nicht negativ denken. Das passiert. Denk positiv. Wir schaffen das. It's only magic. It's only Hex. Alter. Sableye, danke. So. Gegen Sableye gehen wir in Kyurem. Cresselia darf nicht drin bleiben bei dem Viech. Der macht uns natürlich nicht viel Schaden, weil wir defensiv sind, aber allein, dass wir die Lefties abgenockt bekommen, wollen wir halt nicht. Und jetzt ist. Kack. Taunt. So, und jetzt drücken, jetzt klicken wir einfach Ice Beam. Weil jetzt kommt da nichts mehr rein. Aber das Ding ist. Ah, warte, stopp, wir drücken wieder Earth Power. Warte, to be honest, drücken wir, ne, wir drücken Ice Beam, weil da darf nichts reinkommen. Weil gegen Bronzong kriegen wir gegen Bronzong Skarmory hoch. So, das war ein Kyurem gegen ein Bronzong. 34%. Wir haben 94% gemacht, das heißt, der ist Fist-Def. Der ist komplett physisch defensiv. Hat deswegen wahrscheinlich. Ja, ne, 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 trotzdem der Vitate. Der Ja, der Gyro Vitate Ball. lädt Der nur Gyro aus. Ball killt uns nicht. Die Frage ist, wie viel macht der Skarmory? Der kann Skarmory nicht killen und wir outspeeden ihn garantiert. Also, ich hoffe, dass jetzt nichts Überraschendes kommt. Also einen Donnerblitz oder sowas, der kann killen. Aber den darf er jetzt dagegen eigentlich nicht drücken, weil drücken wir jetzt noch zweimal Ice Beam oder sowas, dann ist das Ding schon gefühlt im Arsch. Und wir können gefühlt drinnen bleiben gegen den Gyro Ball, weil der macht viel Schaden, der macht knapp 50%, aber der killt nicht. Okay, sie rocken. Okay, das heißt, wir kriegen Free Heal. Wir kriegen eine Free Heal.
Frage ist, wollen wir jetzt Roost oder wollen wir Spike? Nee. Weil sie können die Rocks wegkriegen, wir nicht. Und Akani frisst die Rocks und Skarmory frisst die Rocks auch nochmal. Das ist so ein Scheiß. Es ist so ein fucking Scheiß. Dieser Crit hat so gemeddert. Also, weil das Ding ist halt, unser Spinner wäre halt einfach noch da. Das heißt, unsere Mons würden jetzt nicht, also Kyurem und Akani würden jetzt halt nicht die ganze Zeit 25% kriegen. Und Skarmory nicht 12,5. Also, das ist halt so fucking scheiße. So. Elements kommt rein. Na gut. Das Problem ist, bei uns liegen jetzt die Rocks. Scheiße. So, ja. Salamence. Also, wenn das. Ist es nicht immer so, dass wenn man defog beispielsweise, dass dann auf beiden Seiten die Sterne verschwinden? Ja, aber nicht in der Den. Oh, schade, das hätte ich ausnutzen können. Twice killen uns zwei Dracos auf Cresselia. Der erste Draco kommt. Also der erste Draco kommt mit den Rocks. Macht uns 53%. Ja, das ist das Problem. Der einzige, der da glaube ich jetzt noch annähernd reinkommt, ist gar keiner. Pork. Das Ding ist, in den Flamethrower können wir Akani reinschmeißen. Das müssen wir. I guess. Bleiben wir drin, ne? Bleiben wir drin und HP Eisen jetzt. Troy stirbt von dem Flammenwurf. Troy stirbt von dem Flammenwurf, das stimmt. Hatten wir den schon mal gesehen? Am Anfang. Ja. Und da hat der so um die 80%. So. Das Ding ist, der könnte jetzt aber auch halt einfach Draco und könnte eines unserer. Wir drücken HP Eisen. Ja, wird abgeschmissen, okay. Naja, es ist auf jeden Fall gelockt auf. Flammenwurf, ja. Also das ist, wir haben jetzt ein fucking Problem, weil sie haben keinen Scarf. Das heißt, das ist an der Stelle schon mal okay. Aber es ist halt übel scheiße. Es ist halt so fucking scheiße, dass der Dings weg ist, ne? So, wir gehen wieder in Q-Room. Mhm. Das ist halt einfach übel garbage. Das. Versuche dich nicht aufzuregen, Mimi. So, der Willowmist, sage ich an der Stelle einmal Karma. Das ist so Karma gerade. So verdient. Aber das Problem ist, dass der halt leider nicht meddert. Kyurem verliert jetzt jedes Mal knapp 25%. Das heißt, wir kommen noch dreimal in Kyurem rein. So, und Kyurem predet das komplette Team und zwar sowas von. Also an sich ist Kyurem echt geil. Aber die Rocks sind halt scheiße. Tentacool? Ja, weil Tentacool kommt da immer free rein. Die Frage ist, müssen wir nicht jetzt schon den harten da. Nein, wir müssen in Kotzebue gehen. Wir müssen mit Luna Dance irgendwas hinterher wieder hochholen. Wir Psyshocken jetzt. Definitiv. Killen das Tentacruel. Oder geht einfach an Bronzong. Ich glaube, der geht eher wieder in Zombirus. Weil er ist immer in Zombirus reingegangen, als Luna, als Cresselia da war. Aber ich denke, dass er jetzt drinnen bleibt, weil er den Eisbeam erwartet. Oder irgendwas halt als Move erwartet. Und wenn er jetzt halt einfach den, wenn er jetzt halt einfach die T-Spikes beide auslegt, haben wir schon verloren. Na gut, dann mach den Eis, dann mach die Psyshock und wir hoffen. Weil gegen zu Biris können wir auch in Akani rein. Aber sie haben jede 50-50 bisher gewonnen. Immer dann auf den Flamethrower gedrückt. Da sage ich doch zum Beeres. Ja, wir gehen in Arcani. Ja, wir gehen jetzt in Arcani. Und drücken Agility auf den, dass das reinkommen von. Der hat taunt. Pass auf. Ja, aber ob die gegen uns taunten, weiß ich nicht. Bestimmt. Entweder taunt die Cresselia oder Arcani. Dann können wir gar nichts mehr.
Ja, wir haben den Flamethrower. Also ich glaube, wir drücken auch gegen. Wir drücken jetzt einfach gleich auf Flamethrower, weil die sind. Ja, wir müssen gucken. Okay, sie Willown. Die Frage ist, ja, wir agilityn jetzt hier. Wenn sie ins Elements gehen, wäre Pork. Das war richtig gut. Was hat er denn gedrückt? Will-O-Wisp. Irrlicht. Ah, den Wird uns Willow-Wisp. burnen. Gut. Und wir sind schneller, ne? Das heißt, er kann uns nicht taunten, Ja, wenn er das ist das versucht. Ding. Das ist genau das Ding, wo ich jetzt noch rufe. Wenn wir Salamence und Tentacruel wegbekommen, dann geht Kyurem durch. Ja, das heißt, theoretisch können wir Agility drücken. Deswegen drücken wir Theoretisch. jetzt auf Agility. Ja, bevor der Taunt kommt. Das Problem ist, die Rocks machen jetzt den kompletten Gameplan kaputt. Weil wir kommen mit Kyurem nicht Ja, mehr schon rein auf klar. zum Breaken. Also das Ding ist, weil wir sind halt Spexion, wir müssen uns immer umlocken. Es läuft nie wie geplant, nee. Ja, aber Deswegen das muss er Problem, das ey, Flexibel dieser, sein. ja, trotzdem. Aber wäre das ein Flamethrower-Crit aufs Dings gewesen, hätte ich ja nichts dagegen gesagt und so. Aber es war halt einfach fucking unlucky, dass genau das Ding da ist. Den einzigen Chance, den wir haben, ist Chris C. Weil das Ding ist. Das war Vorplay, okay. Das Problem, was wir jetzt haben, ja geil, der two-shottet, das ist ein Kack. Das Ja, 38%, Alter. Der ist aber komplett Fistf gewesen. Ja, Ja, da der ich jetzt tötet uns einfach, jetzt. ja, müssen in Kyurem gehen, weil das andere Ding kriegt sonst ein Willow. Und wir Ice Beam jetzt hier. Beziehungsweise wir Earth Powern jetzt hier. Ja, Earth Power ist besser. Der kann wieder in Tentacruel reinkommen und dann hat er ein gewisses Ice Beam. Weil ich wette, denen ist aufgefallen, dass wir Specs sind. Das Problem ist, wir brauchen den. Ich würde halt gerne mal den Focus Blast drücken, aber nicht gegen Sableye. Weil ich würde den Focus Blast echt gerne mal gegen Ja. Bronzong klicken. Okay, die haben Levitate. Das ist halt Kacke. Weil wir müssen gegen Bronzong Gut. ganz zufälligerweise immer wieder in Cresselia reingehen. Und ich wette, dass wir jetzt gleich einfach einen Toxic abkriegen. Beziehungsweise weiß was, wir gehen jetzt einfach in Rabi raus. Weil dass da jetzt Sableye reinkommt, ich weiß ja nicht. Wir werden mit Cresselia Kyurem wieder hochhalten mit Luna Dance. Ja, gut, dann machen wir das so. Also Wir müssen das. Kyurem hoch oben umlassen, damit der uns noch ein bisschen, ja, damit er ein bisschen Schaden verteilen kann. Boah. Das war halt Das macht so niemals. viel. Ja, wir Scarfs sind und ich nicht wusste, dass der den Scarf mitnimmt. Ja gut, das Ja, Game ist gelaufen. 60%. Das Game ist fucking gelaufen. Ja, wir können nur noch hoffen, dass wir einen Mon killen irgendwie, aber das wird nichts, Alter. Nee, ehrlich Ah. gesagt, das Ding ist, obwohl, maybe. Ja, drück, Das du Ding ist, kannst wenn wir nicht Sparks Sableye drücken, ich auch wegkriegen, können nicht. wir auf den Focus Blast gehen. Ist halt lächerlich. Es ist halt fucking lächerlich, dass genau da der Crit kam. Der Krill hat alles kaputt gemacht. Ah ja, so ein bisschen. Oh ja. Okay. Wir haben noch genau, I guess, eine einzige Chance. Und zwar müssen wir mit dem Ice Beam den Freeze kriegen. Beziehungsweise, okay, das ist fein. Das Ding ist, wir Ice Beam jetzt weiter. Weil der Vorplay, wir sind minus Angriff, wir sind zum Teil physisch defensiv. Wir müssen jetzt Schaden rausknüppeln. Weil sonst ist das Game gelaufen.
Wir müssen das Saber Ja, jetzt wegkriegen, damit wir auf den Focus Blast mit Kyurem gehen können. dann drück einfach weiter Ice Beam. Ja. Ah, true, der hat Sind. Recover. Taunt will. Der kann nur Foulplay. Der kann nur Foulplay, yep. Ja, der ist nur so da, um zu Abzufacken. nerven. Ja. Nach Wir hätten diesem jetzt, Match hasse ja ich genau einfach jetzt. Zombies nur noch mehr. Ja, wir müssen jetzt raus. Ja, also. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Gucken, ob wir noch den. Ja. Also ich sag, die gehen jetzt raus in Bronzong. Dann kriegen wir darauf immerhin noch einen Kill. Nö, die können auch drin bleiben, einfach Fullfeil weiter drücken. Nee, Das das Scheißding wäre tankt ja schneller. genug. Wenn, dann willern die jetzt, aber dann haben wir sowieso verloren. Was ein Scheiß. Warte, das Ding ist, wir müssen jetzt auf den EQ Crit. Wir müssen crunchen und wir müssen das hinkriegen mit. Also wenn wir das gewinnen wollen, das können wir gewinnen. Das können wir wirklich noch gewinnen. Aber dafür müssen wir das Ding jetzt weg. Crit. Weil wir werden gewillowed. Das heißt, so, wir gehen jetzt raus in Cresselia und wir dürfen jetzt keinen Taunt abkriegen. Wenn wir den Taunt abkriegen, haben wir verkackt. Aber wir drücken Luna Dance. Zack. Aber da wird jetzt der Taunt kommen. Ja, und damit ist das GG. Also das bringt halt einfach fucking gar nichts. Der Crit hat sowas von gemattert, weil wir andauernd Kyurem reinwerfen. Also wir mussten halt Kyurem andauernd reinwerfen. Und Pork, toll, den Crit. Yay. Wir haben es viel gebracht jetzt. Oder auch nicht. Ja, sehen ja. Das Könnt jetzt war auch mal. Ironie. Ja. Ja, gut. Was GG. sind 6-0, echt Ne, jetzt? einfach kein GG schreiben, weil es war kein gutes Game. Das war's Ja, dann leider auch. danke. 6-0 Klatsche, weil, naja, wir wurden weggekrittet. Dadurch mussten wir Kyurem die ganze Zeit immer reinschmeißen. Die Rocks haben uns das Game quasi, naja, genommen, sag ich mal. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Kann man natürlich nicht machen, Pokémon ist Pokémon, aber das war's. Ciao.